Hallo und Ahoi zum 14. Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toybox aus dem Jahr 2022. Es ist das 6. Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste, sowie bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Genau, dann machen wir weiter. Willkommen zurück zu diesem fröhlichen Let's Play von Return to Monkey Island. Ich muss mal dran denken, dass ich den richtigen Knopf auf der richtigen Tastatur drücke. Genau, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island zum x-ten Mal. Und wir sind hier in einer Lokalität auf Bermuda. Wir haben gerade einen Wettbewerb gegen die amtierende Regentin, Königin von Bermuda, gewonnen. Und zwar mit den Fischen. Wir haben mehr Fisch gegessen als sie, weil wir ihren Fisch kräftig gepfeffert haben. Und was wir, glaube ich, jetzt auch gleich noch machen können, ist den Wettbewerb der Ernsthaftigkeit. Denn wir haben ein Witzbuch. Mit Witzen, die Königin noch nie gehört haben sollte. Du hast ihn so vorgefunden? Er war über 200 Jahre alt und der Einzige auf der Insel. Eine unersetzliche, natürliche Ressource. Was sollen wir jetzt damit machen? Zahnstocher herstellen? Wie viele Menschen außer dir wissen überhaupt, wo dieser Baum steht? Nicht viele. Ich habe erst kürzlich jemandem davon erzählt, aber... Aber was? Wer war es? Tja, seltsamer Zufall. Ja, das war der Besenbaum, den wir komplett abgeholzt haben für einen einzelnen Stock, um damit einen Besen zu machen. Das, wird uns offensichtlich noch nachgetragen. Genau. Dann wollen wir mal. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Wie nennt man einen Piraten mit 12 Schwertern? Was auch immer er will. Ist das das Beste, was ihr zu bieten habt? Wie nennt man eine Dämonin, die ständig in Flammen steht? Brenda! Den habe ich noch nie gehört. Meine Damen und Herren, der Gewinner ist Guybrush Threepwood. Woher hast du dieses Buch? Ich konfisziere das. Nur noch ein Wettbewerb. Ja. Ich fand ihn nicht witzig, den Witz. Habe ich hier schon Lustigeres gelesen. Aber gut, wir haben zwei Wettbewerbe von dreien geschafft. Jetzt müsste ich nur noch eine Idee haben, was wir machen müssen. Es ist ja ein Algebra-Wettbewerb. Kennen wir hier jemanden in dieser Welt, der Ahnung von Algebra hat? Wir haben ja auch 20 Sekunden oder so Zeit, um was zu machen, während wir da sitzen. Aber wir können den Raum nicht verlassen. Wir können die... Müssen sie irgendwie ablenken, würde ich ja behaupten wollen, dass wir die Ergebnisse vertauschen.
Vielleicht müssen wir auch was mit diesem Kamin machen? Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Vorausgesetzt natürlich, du bist echt. Nur weil ich dich sehen kann, heißt das noch lange nicht, dass du auch wirklich existierst. Ein Beispiel. Du wirst nie erraten, wen ich hier in der Höhle glaubte zu sehen, der meinen goldenen Schlüssel gestohlen hat. Aber dann ist er einfach verschwunden. Und das ist etwas, was Halluzinationen tun, was echte Menschen im Allgemeinen nicht tun. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wo ist der Schlüssel eigentlich? Ich hatte ihn genau hier. Und es gibt nicht viele Orte, wo er sein könnte. Ich spüre, wie die ganze Wärme durch den Schornstein entweicht. Ich habe das Gefühl, unsere ganzen Taten werden irgendwie rückwirkend. Haben irgendwie rückwirkend zu Problemen geführt, die jetzt nach und nach von Elaine gelöst werden. Was schon auch spannend ist. Ne? Irgendwie? So, wir könnten jetzt Brennholz in diesen Kamin machen. Frage ist, ob uns das irgendwie helfen würde. Ich weiß nicht, ob man das hört. Es ist ein bisschen Fahrgeräusch im Hintergrund. Ich kann es hören, aber ich hoffe, es ist nicht so laut, wie ich es höre. Ja, ich meine, wir haben ja diese tollen Streichhölzer. Ich bin sicher, es sind viele. Okay. Da können wir natürlich das Feuer jetzt mit anmachen. Und somit fängt... Er ist etwa alle 15 Sekunden laut. Wie mein Onkel Ernie. Okay. Schönen guten Abend, Azeroth. Oder Ruth. Oder Isaac Ruth. Ich habe keine Ahnung. Ich will gerne korrigieren, wenn ich es falsch gesagt habe. Schönen guten Abend und willkommen. Ja, gut. Dann, Azeroth kenne ich irgendwo her. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Zusammenhang. Aber das kommt mir irgendwie an vor. Jetzt taut das Wasser und der Eimer wird sich füllen. Aber die Frage ist, bringt uns das irgendwas für diese Algebra-Aufgabe? Wir klingeln einfach mal und gucken, was passiert, oder? Ich werde in 20 Sekunden zurückkommen, um Ihre Arbeiten zu benoten. Ihre Zeit beginnt jetzt. Habt ihr das ausgezeichnete Feuer im Kamin bemerkt? Ja, ja. Aha, das hat uns genug Zeit gegeben. Die Zeit ist um. Ich nehme die Papiere. Ich bin sehr überrascht darüber, aber die Beweise sind eindeutig. Mr. Threepwood ist der Gewinner. Aber wie ist das möglich? Eine saubere Lebensweise, regelmäßige Bewegung und ein Gehirn wie ein Berg. Dicht, unbeweglich und durch Erosion geformt. Man kann sehen, warum ich Schwierigkeiten mit der Vorstellung habe. Nächstes Mal haben Sie mehr Glück.
Bürger von Bermuda. Mr. Elaine Marley, auch bekannt als Guybrush Threepwood, hat es irgendwie geschafft, unsere geliebte Königin Odina bei allen drei traditionellen Wettbewerben zu schlagen. Wir sind versammelt, um eine geordnete und friedliche Machtübergabe zu vollziehen. Klingt nach einem Plan. Soll ich mich auf den Thron setzen oder so? Es gibt einige übliche Gelübde. Gelübde? Niemand hat ein Gelübde erwähnt. Werdet ihr die Ehre und Würde von Bermuda in jedem eurer Gedanken und Taten treu aufrechterhalten? Sicher. Und werdet ihr versprechen, die Gesetze von Bermuda durchzusetzen und zu befolgen? Natürlich. Schwört ihr, das Volk von Bermuda zu verteidigen und zu beschützen? Notfalls unter Einsatz eures eigenen Lebens oder eurer Gliedmaßen? Okay, ich denke schon. Und werdet ihr alle Herausforderungen an eure Herzhaftigkeit, eure Ernsthaftigkeit und eure Intelligenz mit Anstand annehmen? Wie wäre es, wenn Odina Königin bleibt und ich einfach die Krone beanspruche? Die Krone ist das Eigentum der Königin. Netter Versuch. Oh, na gut. Nun gut. Bürger von Bermuda, ihre neue Königin. Guybrush Threepwood. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du meinen Rat willst... Her mit der Krone! Ich hoffe, du magst es, deine ganze Zeit mit den drei Wettbewerben zu verbringen. Denn das ist jetzt dein Job. Ich schreibe jetzt meine Memoir. Als eure Königin... Das sind alles drei sehr gute Optionen. Eines ist nicht Argentinien, es ist Bermuda. Es ist auch ein Dreieck. Ist Argentinien nicht? Ja. Irgendwelche Wünsche? Ich glaube, die sind alle gut. Eine Stimme für totale Anarchie. Ist das konsensfähig? Natürlich eigentlich, unten ist ja eigentlich demokratisch, wenn ich frage, aber... Ja, also, dann schaffen wir mal die Monarchie ab. Habe ich beschlossen, die Monarchie abzuschaffen und stattdessen die totale Anarchie einzuführen. Deshalb habe ich die Krone symbolisch zerstört. Warum nehmt ihr nicht alle einen Schlüssel? Du bekommst einen Schlüssel. Und du bekommst einen. Und du! Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss noch woanders hin. Also sagt der Schrubbi, der Mob oder der Eimer? Es gibt so viele andere Dinge, die ich im Moment tun könnte. Warum dauert der Zauberspruch so lange? Entspann dich. Layla weiß, was sie tut. Meine Mutter hat immer gesagt, eine gute Pizza braucht Zeit. Das ist idiotisch. Willst du mich oder meine Mutter beleidigen? Ja. Na, das klingt doch lohnenswert. So, ja, da haben wir doch jetzt mal kurz einen Blick auf die Liste. Nicht, dass wir da was übersehen hätten. Aber wir haben den goldenen Schlüssel von Bermuda Island erhalten und da haben wir alle Wettbewerbe gemacht. Jetzt brauchen wir immer noch die Flaggen, die wir an drei Orten finden. Das müssen wir noch machen.
Dann brauchen wir immer noch den goldenen Schlüssel von der alten Mrs. Smith. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig, wo die war. Und dann brauchen wir noch den Schlüssel von Wiley, der gestohlen worden ist. Von dem wir aber wissen, dass er auf LeChucks Schiff ist, in einem Hühnchen. Und an dieses Hühnchen müssen wir noch irgendwie drankommen. Nicht wahr? So. Achso, und eigentlich sind wir ja gekommen wegen Stan. Und bei Stan kommen wir aber nur rein, wenn wir ein Foto haben von uns selber. Und um das Foto zu kriegen... Oh, da haben wir jetzt aber eine schöne Möglichkeit. Wir können jetzt den Fisch pfeffern. Und dann können wir den dieser dämlichen Möwe geben. Sind alles digitale Tiere, hier wird keinem geschadet. Nur virtuell. So. Haben wir hier nämlich schon mal versucht mit dem Fisch. Es funktionierte aber nicht mit dem Fisch. Das sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Aber mit dem Fisch könnte es jetzt klappen. Finden die das sehr gut? Dies ist ein Ausschnitt aus einem Porträt von Elaine und mir. So. Oh. Ist wenigstens das wieder vollständig. Aber wir brauchen jetzt noch ein Bild mit Stan drauf, damit wir argumentieren können, dass wir Stan kennen. Aber ich wüsste nur... Wüsste nur... Halt! Als. Bist du sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Wir sind sicher. Niemand ist jemals hundertprozentig sicher. Er ist für eine lange Zeit weggesperrt. Das Bild will er uns natürlich nicht geben. Aber er müsste ja... Reiß dich zusammen, Ned! Er müsste ja auch noch die andere Hälfte des Bildes haben. Oder gibt's die woanders? Hey, Murray, das sieht nach einem tollen Ort für dich aus, an dem du den Rest deines Todes verbringen kannst. Denk nicht einmal daran, du verräterischer Wurm. Denk daran, wer dir die Karte besorgt hat. Denke an all die Glücklich... Ach, nein. Halt! Bist du sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Wir sind sicher. Niemand ist jemals hundertprozentig sicher. Oh, yeah. Oh. Das Schloss war größer. Es gibt nichts zu sehen, außer einer Menge Korrosion. Lass das in Ruhe. Reiß dich zusammen, Ned. Hey, das ist meine Truhe. Also irgendwie müssen wir Ned da wegkriegen. Wo sagtest du noch einmal, dass sie Stan festhalten würden? Im Eissteinbruch auf Bermuda. Er wird noch viele, viele Jahre und noch mehr Jahre dort sein. Gott sei Dank. Ich werde die Insel ein bisschen erkunden. Sag Bescheid, wenn du etwas Interessantes findest. Oh, yeah! Also heute ist hier besonders viel los mit Autos, habe ich den Eindruck.
Wir können natürlich erstmal noch über den Seeteufel sprechen. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Seien Sie gegrüßt, Kollege Seeteufel. Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich... wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt, mit Augen wie das Schicksal und einer Haut, die von 100 Harpunen tätowiert war. Hören Sie, ich möchte Ihnen etwas über Angler erzählen. Damit meinen Sie Menschen, die angeln? Richtig, aber wenn Sie einer sind, würden Sie Angler sagen. Das würde ich. Jede Subkultur hat ihre eigene spezielle Sprache. Wörter mit einer für diese Subkultur spezifischen Bedeutung. Wenn Sie sie verwenden, vermitteln Sie sowohl Bedeutung als auch Zugehörigkeit. Das klingt gut. Deshalb enthalten authentisch klingende Fischgeschichten immer eine Menge Anglerjargon. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass mir ein großer Fisch die Schnur zerrissen hat, sondern dass ich mit einem harten Köder gekämpft habe, als ein Fischschlag mein Vorfach zerfetzte. Das ist sowohl sehr spezifisch als auch schwer zu verstehen. Das ist genau der Punkt. Wollen Sie es mal versuchen? Okay. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich... wurde unser Stringer von einem Smoker getroffen, der sich als Meerjungfrau entpuppte. Ja, so ist es richtig. Sie klingen fast wie ein echter Angler. Ich habe Ihnen meinen besten Tipp gegeben. Versuchen Sie, einige andere Seeteufel dazu zu bringen, dasselbe zu tun. Das werde ich tun. Nähern Sie sich bitte nicht dem Tor, Sir. Nein, ich glaube, wir kommen um diese Frage mit dem Foto nicht rumrum. Vielleicht müssen wir mal mit dem Richter sprechen. Da steht Gerichtsgebäude von Bermuda. Oh. Darf ich an den Tisch herantreten, Euer Ehren? Der Königin von Bermuda ist es immer erlaubt, an den Tisch heranzutreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Habe ich schon erwähnt, dass ich auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island bin? Solange die Angelegenheit nicht gerichtlich verhandelt wird, ist sie für mich nicht von Interesse. Allerdings erinnere ich mich an einen Fall vor einigen Jahren, in dem behauptet wurde, das Geheimnis sei ein Betrug und eine Masche, um Computerspiele zu verkaufen. Ich glaube, das wurde außergerichtlich gegen eine beträchtliche Summe geregelt. Was hat Euer Ehren falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? Schlagen Sie niemals einen Richter des obersten Gerichtshofs beim Cribbage. Euer Ehren, müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Oder sind sie gerichtlich angeordnet? Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Okay.
Das ist alles, Euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. Ja, also ich glaube, wir müssen hier nochmal hin, wenn wir den Stan befreit haben oder befreien wollen, getroffen haben. Müssen wir ihn ja erstmal vorher. Aber das ist auch schon alles. Wir haben jetzt übrigens hier eine von uns inspirierte Skulptur. Es ist eine Skulptur von mir selbst. Meine Kieferpartie sieht wie gemeißelt aus. Schönen guten Abend, Sir Essendale. Willkommen bei unserer kleinen winterlichen Piratenhatz. Ich bin schon wieder überfragt, wo wir jetzt hin müssen. Also wir brauchen irgendwo dieses Foto. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das von Ned kriegen, aber wahrscheinlich erst, wenn Ned da weg ist. Wie geht's, wie steht's? Kann ich ja mal fragen, solange ich überlege. Die Streamqualität scheint ja einigermaßen zu funktionieren. Zumindest steht hier hervorragend. Eri. Okay. Ja, ich erinnere mich dunkel, dass es sowas mal gegeben hat. Aber es ist lange her. Das ist nämlich immer das Problem, man hat die Dinge im Kopf, aber man weiß nicht in welcher Reihenfolge. Ich weiß allerdings, wir müssen diese Broschüre von Elaine überarbeiten, dafür brauchen wir Stan. Und diese Broschüre überarbeiten können wir dann benutzen mit den Leuten auf diesem treibenden Schiff und dann geben die uns, glaube ich, irgendwie die Flagge oder irgendwas kriegen wir von denen auf alle Fälle. Dafür müssen wir ihnen aber erstmal eben was gegen Skorbut geben können und das können wir nur, wenn wir die Broschüre haben. Und die... Also diese Linie ist mir vollkommen, kann ich mich noch erinnern. Ist mir klar, dass wir das machen müssen. Aber was mir überhaupt nicht mehr klar ist, ist, wie ich an das Foto von Stan komme. Wir können ja mal auf Mealy Island einfach bei Stans Gebrauchtwagen. Schiffe. Du brauchst Schiffe. Vorbeischauen. Stans Gebäude ist eingestürzt. Oh. Es sieht aus, als hätte es ein Erdbeben gegeben. Hier ist ein zerrissenes Bild, das zur Hälfte Stan selbst zeigt. Oh. Es ist ein gutes Abbild von Stan, aber jemand hat denjenigen, der neben ihm stand, weggerissen. Ah, dann haben wir das jetzt hier gefunden. Okay. Es ist traurig, die Werft in diesem Zustand zu sehen. Ja. Okay, Stans alte Zahnbürste. Ja, dann nehmen wir doch noch die Zahnbürste mit. Die wollten wir ja vorher schon mitbringen. Ja, also mit den Limonen, die brauchen wir natürlich auch. Aber die Limonen können wir denen nur geben, wenn wir sie überzeugen können, dass die helfen gegen Skorbut. Und dass die helfen gegen Skorbut steht in dieser Broschüre drin. Aber in der aktuellen Form, wie diese Broschüre geschrieben ist, ist sie wahnsinnig schwer zu lesen. Deswegen können wir die so nicht verwenden. Ich glaube, das haben wir auch schon probiert in einer der vorherigen Folgen. Also beim letzten Mal, als ich gespielt habe. Und es geht nicht. Deswegen müssen wir die Broschüre erst überarbeiten. Und jetzt haben wir das Foto von Stan. Und jetzt hoffe ich, dass wir mit diesem Foto von Stan... Das müssten wir jetzt... So. Na, wenn das mal nicht geil aussieht. Da würde doch jetzt jeder sagen, die beiden waren definitiv zusammen in einem Raum. Oder? Ne, sag ich doch. So, dann versuchen wir es jetzt nochmal an dem Eingang. Es ist ja eigentlich nicht so schwer, das Spiel, selbst wenn man es noch nicht gespielt hat.
Ich habe es ja auch beim ersten Mal geschafft. Und ich habe so gut wie nie in die Hilfsfunktion geguckt. So, jetzt hier einmal. Nein, nicht weglaufen. Wir bleiben. Einmal. Ach Mann. Was halten Sie von diesem Bild, das mich und meinen sehr lieben Freund Stan zusammen zeigt? Wir haben es bei einem Treffen unseres örtlichen Bisamrattenclubs malen lassen. Sie sehen aus, als stünden Sie sich sehr nahe. In Ordnung. Sie können reingehen und ihn sehen, aber keine Fluchtversuche. Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Sie wollen nicht direkt dort stehen, wenn ich das Tor öffne. Stellen Sie sich neben einen Stumpf. Alles klar. Ja. Weißt du, wo Stan ist? Er ist in der hinteren Ecke. Weißt du, wo Stan ist? Geh weiter. Du wirst ihn finden. Hast du Stan gesehen? Geh weiter. Du wirst ihn finden. Kennst du Stan? Er ist in der hinteren Ecke. Okay. Hier sind sehr viele Leute und die sehen alle ähnlich eingezogen aus. Kennst du Stan? Er ist in der hinteren Ecke. Okay. Sieht so aus, als hätten sie Platz für einen weiteren Gefangenen. Glaube ich sehe ihn. Hallo, mein Junge. Schön, dich zu sehen. Weswegen bist du hier? Eine Art Sales-Pitch, nehme ich an. Pitches sind für Baseball, mein Junge. Ich stelle vor, ich bin wie ein Vermittler zwischen dir und deiner Zukunft. Ich möchte, dass du über diese zwei Worte nachdenkst. Eis, Skulptur. Getrennt voneinander sind sie aufregend. Stärke, Eleganz und... Stan, nicht heute. Warte nicht zu lange, sie gehen weg wie warme Semmeln. Wie wär's, wenn ich dich hier raushole? Dieser Ort scheint ein bisschen härter zu sein als das Gefängnis auf Mealy. Ich kenne vielleicht eine kompetente Schlosserin, die sich um diese Fesseln kümmern kann. Oh nein, mein Junge, ich kann nicht flüchten. Das wäre nicht klug. Ich bin ja nur für einen Monat hier. Ich habe eine Kopie der richterlichen Anordnung hier. Gerichtliche Anordnung. 673. Bezirksgericht Bermuda. Richter Planke hat den Vorsitz. Es wird hiermit angeordnet, dass der Angeklagte Smilin Stan S. Stanman zur Zwangsarbeit im Eissteinbruch von Bermuda verurteilt wird, für die leider triviale Zeit von einem Monat. Ja, ich bin wirklich glimpflich davongekommen. Zum Glück haben sie mein Schneeballsystem nie aufgedeckt, sonst hätte ich wahrscheinlich 10 Jahre gesessen. Erzähl mir mehr über das Schneeballsystem, das du erwähnt hast. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum das Gesetz so eine große Sache daraus macht. Es ist einfach kreativer Umgang mit Geld. Einfach, wenn du weißt, was du mit den Zahlen machen kannst. Ich habe diesen Buchhalter, Ned Filigree. Er ist ein Genie mit diesem Zeug. Wenn sie jemals seine Unterlagen sehen würden. Nun sagen wir mal so. Das Erste, was ich mache, wenn ich rauskomme, ist, den ganzen Papierkram zu verbrennen. Aha. Bist du sicher, dass du nicht willst, dass ich dich befreie? Wie ich schon sagte, bin ich in einem Monat sowieso raus. Bis dahin komme ich mit den Fesseln klar. Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsier dich gut, mein Junge. Ja, die Klamotten. Weil das immer schon in den Spielen so war, dass Stan aus irgendeinem Grund dieses Muster drüber gelegt hat, was sich quasi nicht mitbewegt. Also das war bei dem ersten Teil schon so auffällig. Da hatte er so Karo-Muster, glaube ich, und das war irgendwie... Es hat sich immer mitbewegt, also nicht mitbewegt, nicht so wie bei den anderen Klamotten.
Und ich glaube, es war in allen Spielen, in denen er auftaucht, im zweiten, im dritten, im vierten weiß ich es gar nicht. Doch, da taucht er auch irgendwie auf. Also, das ist immer so. Es ist ein visueller Gag, der offensichtlich hier weitergespielt wird. Es sieht aus wie ein geheimer Fluchttunnel. So, jetzt haben wir diese richterliche Anordnung. Und das ist natürlich interessant, dass wir das wissen. Dass er nur einen Monat drin ist, weil ja offensichtlich sein Buchhalter davon ausgeht, dass er sehr, sehr lange weg ist. Und jetzt können wir natürlich seinen Buchhalter davon in Kenntnis setzen, dass das nicht der Fall ist. Und das machen wir auch gleich, beziehungsweise machen wir dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. Denn wie wir gerade gesehen haben, hat uns ja der Moderator wieder darauf hingewiesen, dass eine Folge vorbei ist. Also eine Folge dieses aufgezeichneten Let's Plays. Für den Stream macht das keinen Unterschied, da machen wir gleich weiter. Aber an dieser Stelle machen wir quasi den Cut für die Folge. Und dann werden wir uns mit dieser richterlichen Anordnung und Ned Filigree in der nächsten Folge beschäftigen. Bis dahin also kleine Pause und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!